Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch Bayside Roleplay. Und ja, ich habe mir einen neuen Account gemacht und ich werde vielleicht sogar ein bisschen noch dran spielen mit meinem normalen Account. Deswegen, wenn die Besitzer dieses Video sehen sollten von dem Server, ihr könnt diesen Account hier gerne löschen. So, herzlich willkommen auf dem Roleplay-Server. Würde ich so einen Account möchte ich erstellen? Natürlich. So, meine IP-Adresse, super. Ändert sich eh, aber gut. Wer weiß, vielleicht sollte ich es zensieren, sonst kommen die DDoS-Kinder. Gut, mit den Schlüsseln und Regeln zu, leider kann man. Ah, doch, da kann man die Regeln sehen. Okay. Sehr gutes Passwort. Ja, man spawnt immer mit dem Skin am Anfang, ich weiß auch nicht genau warum. Hier gibt es ein Problem, was euch noch auffallen wird. Die haben viele Musik genommen, die lizenziert und so weiter ist. Ich weiß nicht, ob das, ich sag mal in Anführungsstrichen, legal ist. Aber gut, dazu, das ist ja deren Problem. Hier ein Tutorial, beziehungsweise nicht Tutorial, aber hier bei der Registration muss man angeben, Frau, wie alt man ist und möchte das Tutorial ansehen. Und dazu werde ich mal kommen. Weil das ist nämlich das ist mein größter Kritikpunkt, das Tutorial. So, fühlst dich am Roleplay-Server, wie im Namen erkennen ist, Roleplay, das heißt, hier wird spezielle Regeln, kennt man. Hier Betrugsversuche, Cheaten, bla 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 bla, kennt man alles. Und, wie auf jedem Server, warum muss man sowas dann erwähnen, wenn sowieso, wie auf jedem Server? Gut, kann man sich auch drüber streiten. So, komplexe Funktionen und Features nutzen können, musste. Das ist übrigens auch ein Problem, dazu komme ich auch noch. Unsere Endung, um den Spieler schneller und erfolgreich zu helfen. Ja. Doch, bitte leisten können. E-Mail, okay. Finde ich ja gut, dass man sowas machen kann. Wir bedanken uns für die Zeit und dieses Tutorial durchgelesen hast. Definition von Tutorial. Es ist kein Tutorial. Nicht so wirklich, auf jeden Fall. Ne, es ist definitiv kein Tutorial, es ist nur ein Haufen Regeln. Gut. Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Problem. Ja. Die Sprachqualität ist extrem schlecht. Das ist Nemesis, glaube ich, der da gerade redet. Ihr werdet ihn wahrscheinlich hören, weil es leise, leise, basslastig und schlechte Qualität ist. Deswegen, ihr könnt das ignorieren, denke ich mal, hoffe ich mal. Ich hoffe, er sagt nichts Wichtiges, weil er selbst von Rechner nichts verstanden. Auf jeden Fall fängt das Ganze sehr interessant an. Und dann, ja, endet es nicht so toll. Also anfangs ist man im Flugzeug drin, man ist quasi, man muss landen, quasi im Flughafen. Und dann passiert was Interessantes. Was Fragwürdiges, genau. Ein Terrorist hat sich hinten gesprengt und deswegen muss man einen Kamikaze-Jump machen. Idee an sich ja ganz gut, aber ein bisschen over the top, muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen übertrieben. Und jetzt kommen wir nämlich zum großen Hauptproblem. Nämlich, na, kommt gleich. Ja. Kommt es euch auch so bekannt vor? Genau wie bei, ich glaube, GTA RL oder Los Santos RL oder sowas. Auf jeden Fall, die haben haargenau das gleiche. Kamerafahrt, die gleiche Musik, mit der gleichen Schrift, die irgendwas reinschreibt. Da dachte ich mir, okay, da fehlt wohl ein bisschen Kreativität. Wenn das Ganze hier fertig ist, das haben sie Tutorial genannt. Als ich zum ersten Mal auf den Server kam, ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen musste. Ganz ehrlich, man ist hier komplett, das ist genauso, als würde man sich einen kalten Wasser reinschubsen. Keine Ahnung, ich bin rumgerannt wie ein durchgeknalltes Hühnchen, was keine Ahnung hatte, was er machen sollte. Und so ist es leider. Guck mal, jetzt geht's los. Ja, das war's. Das war's schon.
Das war das Tutorial. Da kommt man ja wunderbar mit klar. Was ihr sofort merkt, denke ich mal, das ist ein Riesenproblem mit der Leistung, weil alles hier reingequetscht ist, ist halt das Problem da, dass es halt nicht so flüssig läuft. Bisschen schade, ja, aber verständlich. Die haben regelrecht alles mit Objekten und 3D-Texten zugedonnert. Und ja, man rennt hier rum, keine Einweisung whatsoever. Man ist hier wirklich komplett verwirrt. Und ja, ist halt ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, dass es jetzt ein bisschen besser läuft, aber okay. Kommen wir mal weiter zur ganzen Geschichte. Wie ihr seht, es ist Speyside. Ja, gescheit gemappt, würde ich schon sagen. Zwar echt ein bisschen viel, aber es ist eigentlich ganz gut gemappt. Öffnungszeiten. Ich verstehe es einfach nicht. Wozu Öffnungszeiten? Du musst ja einen Personalausweis. Warum? Das kam mir früh. Gut, Autos an. Moment. Okay. Alles klar. Das Problem ist, ich bin hier vom Server mit meinem alten Account bin ich gelieft, weil Cheetah es lustig fanden, Autos zu porten und ich konnte das Autohaus einfach nicht finden. Beim besten Willen nicht. Nächste Problem, wo ich mir echt sagen muss, oh mein Gott, ist tatsächlich das Help. Ich wollte mal wissen, weil in der Fahrschule haben sich ja Leute gestritten und die haben mir mal Leute aus dem Auto rausgehauen und wollte wissen, okay, wie schließt man denn das Ding ab? Wollte ich auf Help und auf Fahrzeug klicken. Bäm! Du besitzt kein Fahrzeug. Wow! Ganz ehrlich, ich musste mir da wirklich alles Mögliche erraten. Weil das Problem ist, dass hier nichts Standard ist, sowas wie Lok gibt es nicht. Was ich herausgefunden habe, es gibt C-Lok statt K-Lok. Warum auch immer? Warum Standardbefehle, die jeder kennt? Warum würde man sowas umändern? Ich sehe den Sinn einfach nicht. Um zu zeigen, es ist ein Selfmade, das ist wiederum schwachsinnig in meinen Augen. Aber gut, okay. Das Problem ist wirklich diese ganze Help-Geschichte, was nicht wirklich mal eine Help ist. Ich meine, das ist einfach nur eine Comment-Sammlung, wenn überhaupt. Ich meine, das ist kein Help. Das ist einfach nur, ja, Comments. Mehr ist das nicht. Naja, was soll's. Man muss hier in ein Rathaus rein. Was ich noch, übrigens, was ich anmerken wollte. Okay, was zur Hölle war das? Überbesetzt, es gibt nicht mehr genug Einsatz. Ah, super. Öffnungszeiten 10 bis 22 Uhr. Das heißt, wenn ich nach 22 Uhr als Neuling hier kommen sollte, kann ich gleich wieder gehen. Oh je, meine. Ja. Hat mich übrigens auch anfangs verwehrt. Ich habe diesen Textor hier einfach vergessen. Bin erstmal hier hingerannt. Wurde dann zugespammt. Du hast kein Perso. Ich drehe mich um. Sehe dann, rechts. Hier. Ja. Vielleicht ist das doof von meiner Seite aus, weil ich einfach so ignorant es nicht gesehen habe. Aber wer weiß. Gut. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig, das hier auch noch. Es wird eine Story erzählt, von wegen, ja, ihr kommt mit einem Flugzeug über Terroristen, bla, obwohl es vielleicht ein bisschen. Das heißt in dem Sinne, wenn ihr mit einem Flugzeug kommt, habt ihr keinen Führerschein, keinen Personalausweis, nichts. Wo ist der Sinn? Warum hab ich kein Perso? Warum nicht? Ich meine, ich bin doch ein Tourist. Ich müsste doch gerne. Ich bin ein erwachsener Mann. Tourist, etc. Da habe ich meinen Pass oder Perso dabei und gut ist. Na gut. Weil, stimmt. Man kann keine Jobs annehmen, wenn man nicht den richtigen Schein hat. Was gut ist. Bei vielen Servern ist es so, man nimmt zum Beispiel einen Job. Und merkt dann später, oh, ich habe keinen Schein dazu. Das finde ich wiederum gut gemacht. Das Problem ist aber in diesem, ne, in diesem Fall, ja, da haben wir es. Spedition fragwürdig, weil alle Autos sind pink. Ich habe damit generell
An sich finde ich ja, oder rosa, an sich finde ich pink slash rosa ganz cool, ganz ehrlich. Ich finde die Farbe cool, aber ich glaube, einige sind da nicht der Meinung. Naja, Versicherung, UCP. Das ist echt ein großer Kritikpunkt. Warum muss ich, um ein Skript, beziehungsweise um auf dem Server alle Funktionen zu benutzen, warum muss ich im UCP verlinkt sein? Ich verstehe den Sinn nicht. Normalerweise komme ich auf den Server, gucke mir alle Funktionen an. Wenn der Server gut ist, registriere ich mich im Forum und will damit weiter halt mich damit beschäftigen. Aber wenn ich jetzt regelrecht dazu gezwungen werde, im UCP verlinkt zu sein, weil ich ansonsten nicht alle Funktionen benutzen kann, dann habe ich echt das Gefühl, dass dieser Server es einfach nicht will, dass ich hier drauf spiele. Weil das Problem einfach für mich ist einfach nur, wenn jemand jetzt sowas sagt wie der Autopate. Wait, what? Moment, der Autopate. Der. Okay. Checkpoint scheint falsch gesetzt. Der Autopart besorgt jedes Fahrzeug. Ach so, ich sehe schon. Okay, danke. Ja, das Problem ist wirklich. Wie soll man sagen? Das Skript ist gut gemeint, die Ideen, wenn man die auch Ideen nennen kann, sind einfach, die kennt man irgendwo, irgendwo gab es irgendwas. Wow, hier sind ja Wohnwagen, wusste ich gar nicht, gab es mal nicht. Ich meine, warum steht es hier beim Baum? Ich habe wirklich versucht hier, okay, ist er hier? Nö, ging nicht. Muss er hier und rate mal, was in Random kommt. Richtig. Finde ich echt schade. Dass man regelrecht dazu gezwungen wird, sich im UCP zu registrieren. Das nächste Problem, wo ich zunächst, also das könnte wie gesagt für mich ein Gedöns sein, hier einfach nur, oh, diese Leistungseinbrüche sind der Hammer. Ich hoffe im Ernst, dass das hier nicht. Oh nö. Naja, okay, dann muss ich es erzählen. Es gibt nur 8 Skins laut dem Laden. Ich hoffe, dass es mehrere Läden gibt, wo man mehr Skins haben kann. Das hoffe ich wirklich. Ansonsten bin ich einfach nur wirklich verwirrt. Ah, hier gab es ein Auto. Okay, die Autos kann man so fahren. Das ist beunruhigend. Und UCP. Der Hammer. Der Hammer. Wirklich. Das ist sowas von. Was macht der da? Ach, der macht Bug-Use. Ach ja, das Anti-B-Haupt-Dings ist auch nicht wirklich funktionstüchtig. Manchmal kann man hier so, manchmal so ein bisschen B haben. Und manchmal so ganz random, boom, auf einmal heißt es dann, du machst B-Haupt. Obwohl man nur einmal hüpft. Was macht der da? Es reicht. Ja, genau. Was ihr jetzt gerade sehen könnt. Sinnlos DM. Bug-Use etc. wird mit einem Kick bestraft. Ja. Also ich bin mal ganz ehrlich, wenn man sich nicht verhalten kann, sollte man eigentlich gebannt sein vom Server. Ist so meine Ansicht, aber gut. Ich habe nämlich die Situation, dass man bei der Fahrschule hat jemand mit einem Messer. Ja, Messer, das Level 1, glaube ich. Leute einfach sinnlos umgebracht. 5 Minuten danach. Als er, ich glaube, mindestens 20 Leute oder so umgebracht hat, kamen die erst zu der Idee, yo, der muss, ja, da muss man was gegen machen. Kicken. Ich hätte sowas ins Prison getan oder direkt gebannt, ganz ehrlich. Das Fahrschüler ebenfalls. Alles hat eine Uhrzeit, das finde ich so katastrophal schlecht. Noch einmal Angriff und ich nehme dich fest. Uiuiui. Gut geroleplayed. Warum sehe ich das erst jetzt? Ich möchte jetzt nicht wirklich das Fahrschuldings machen. Das ist eher 0815, kennt man. Man fährt da, macht irgendwas, bla, fertig. Das ist nichts Besonderes. Also, das ist wirklich mein Hauptproblem. Wirklich riesen Hauptproblem im Skript, an diesem Skript-Server, wie auch immer. An sich ist es ja ganz nett.
Nur leider nichts Besonderes. Man hat nicht wirklich einen Grund hier zu spielen. Man hat es, ich meine, es gibt Cops, es gibt 2 Fraktionen, Fahrschule, hier und da ein bisschen was. Das war's. Es gibt keine interessanten Jobs. Die Admins handeln extrem seltsam. Ich meine, Grund wegen sinnlos im Kicken. Okay. Ein User sagen, der einen angreift, ich nehme dich fest, wenn du nochmal angreifst. Ich meine, wäre jetzt Roleplay wie ich gespielt, hätte ihn sofort festgenommen, weil, ganz im Ernst, Polizist wird im Real Life angegriffen? Das wäre nicht so gelaufen wie da. Schade drum. Wie gesagt, die möchten ein Roleplay-Server sein, die Admins halten sich nicht wirklich selber dran. Entscheidungen sind seltsam. Es gibt nichts Besonderes. Es ist einfach. Also der Server wurde gehypt, was ich mir auch schon gedacht habe, dass es passieren würde. Die Sachen, die man angeblich mit NPCs machen kann, damit das, ja, die sehen so quasi, als wären es richtige User, mehr oder weniger nach dem Motto, ja, nicht so. Handy laden, die Preise sind ridiculous. Für das, ich glaube, Nokia 3310 oder 30, was auch immer, bezahlt man 5 Euro. Für das iPhone 6500. Alles klar. Preise bitte nochmal anpassen, danke. An sich, wie gesagt, das Ding hat. Die Umsetzungen an sich sind nicht so katastrophal, sag ich jetzt mal. Die ist eher gut gelungen. Leider ist das aber, wie gesagt, nichts Besonderes. Das frage ich mich allerdings auch, was das sein soll. Finde ich wohl irgendwann mal raus. Ja, wie gesagt, Mapping ist ganz nett. Standardfunktionen, Standardsachen. Wenn ihr schon auf dem Server seid, wie, keine Ahnung, GTA Real Life, Nova, etc. pp. Und ihr wollt einfach einen anderen Server suchen, könnt ihr eigentlich auf euren Server bleiben, weil, wie gesagt, es hat nichts Besonderes. Man braucht hier nicht wirklich drauf spielen, weil es was anderes ist. Es ist einfach. Es ist nicht 0815, das kann ich nicht sagen, aber es ist einfach nichts Besonderes. Wie gesagt, ich finde es schade drum. Der Skripte hat an einigen Stellen bewiesen, dass er Talent hat. Durch die Werbung hat man ja teilweise auch gezeigt, man ist in der Lage, in irgendeiner Form Marketing zu betreiben. Nur leider muss man ehrlich sagen. Das ist einfach nichts Besonderes. Tut mir leid. Also, deswegen würde ich mal sagen, schade drum. Ganz ehrlich, schade drum. Bisschen Waffenhändler. Bisschen verbuggt. Gut, auf jeden Fall, das war's von meiner Seite aus. Ich konnte leider nicht so viel zeigen, weil UCP oder ansonsten 0815. Also, halt, bisschen. Nicht so toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zu meiner Endbewertung, die ich noch sagen möchte, ist, ich würde den Server zurzeit einfach nur ja, 4 bis 6 von 10 Punkten geben, weil ich nicht glaube, dass man hier länger als 2 Stunden oder sowas Spaß haben kann. Muss ich ehrlich sagen, man kann ein bisschen jobben. Kann ein bisschen rumrennen, vielleicht Disco. Ja. Man wird Abendzeit, sowas wie jetzt, sagen wir jetzt mal ab 22 Uhr oder später, kann man kaum noch Sachen machen, nicht mal Skin ändern, etc. Was einfach nur nicht so toll ist, muss ich ehrlich sagen. Paintball kann man nicht mal machen, wann man will. Das scheint irgendwie, ich weiß nicht, vordefiniert zu sein. Ich bin mir echt nicht sicher, was das hier soll. Ich meine, man rennt hier hin, man drückt und bumm. Zurzeit läuft kein Paintball-Match. Ich gehe mal davon aus, es gibt feste Matches, sondern irgendwann wird gesagt, ey, yo, hier Paintball-Match. Finde ich aber echt schwachsinnig, weil ich meine, ich mache Paintball oder DM, wann ich Lust habe und nicht, wenn mir irgendwann es erlaubt wird. Also, naja.
Oh mein Gott. Ja, wie ihr seht, also ohne UCP-Verlinkung könnt ihr fast gar nichts machen. Halt schade drum, ne? Gut, das war's von meiner Seite aus. Version 2. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt da einen besseren Einblick. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ruhig im Server gucken, auf diesem Server gucken. Wie gesagt, es ist kein schlechter Server, aber es ist nichts wirklich Besonderes. Es ist einfach nur ein regulärer, guter Server. Belassen wir es dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich denke mal, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss!